Wenn ich anfange zu trinken, dann komme ich ohne Alkohol nicht mehr klar. Ich brauche morgens meinen Kick oder spätestens am Mittag. Ich brauche es einfach. Es geht keinen Weg drum rum. Und wenn ich nicht trinke, brauche ich das nicht. Bin ich frei. Ich fühle mich frei. Ich fühle mich mit Alkohol niemals frei. Für mich war Alkoholiker gleichzusetzen mit du liegst auf der Gosse, im eigenen Urin, auf Deutsch gesagt, in der eigenen Kotze. Das war für mich ein Alkoholiker. Dieses Schleichende, diese Krankheit, die habe ich verneint, wenn mich einer gefragt hat, bist du Alkoholiker? Ich, nein, ich trinke halt gerne ein in Gesellschaft. Das ist kein Problem, das ist keine Krankheit. So habe ich gedacht. Das Schlimmste, wenn ich zurückschaue, ist, dass ich meinem Kind genau das angetan habe, was ich ihm immer ersparen wollte. Nämlich das, was mir selber passiert ist. Mit einem besoffenen Elternteil groß zu werden. Das ist für mich das Schlimmste heute. Du solltest dich mal besser zusammenraufen, anstatt dich ständig so furchtbar voll zu saufen. So dich benimmst du dich wie ein Ungeheuer, so setzt du dich dann auch noch ans Steuer. Du trittst, was das Zeug hält, aus Pedal, es ist dir alles völlig scheißegal, du fühlst dich frei. Doch du bist gefangen, ja, der Alkohol hat dich schon längst in seinen Zangen. Mensch, Junge, du solltest ernsthaft um dein Leben bangen. Mensch, Junge, welch ne Pein. Soll das etwa Freiheit sein? Naja. Ich bin haltlos, ich bin Vagabund, Zigeuner. Rumtreiber. Wenn ich Geld hatte, habe ich immer gleich ausgegeben. Versoffen. Mein Vater hat schon getrunken und ich habe mir eigentlich immer gesagt, ey, so wie mein Vater werde ich nie sein. Also, aber ich habe angefangen zu trinken mit 13. Vor allem mit meiner Mutter zusammen im Frauenhaus. Fast ein Jahr lang. Mit 14 hat meine Mutter mich wieder aus der Schule genommen. Und ich war unzufrieden. Ich habe alles abgebrochen, was ich immer angefangen habe. Immer durch Alkohol, mit Alkohol, dann erst recht. Und so ging das eigentlich immer irgendwie weiter. Da habe ich angefangen zu rauchen, also hasche ich noch dazu. Ich habe halt immer einen drauf gemacht eigentlich. Ja, cool. Komm doch! Auch nicht. Nee, die traut sich nicht. Das ist böse. Der Michaela gegenüber habe ich Schuldgefühle. Nicht auf, weil ich wäre halt eigentlich gern glücklich mit ihr. Und dann ich spüre irgendwie, dass es nicht geht. Und dass ich halt durch den Saufexzess ziemlich viel kaputt gemacht habe. Und ich glaube eigentlich fast, dass es eigentlich irreparabel ist, dass man es nicht mehr reparieren kann. Dass das, was kaputt ist, dass es nicht mehr gut zu machen ist. Irgendwie. Am Anfang dachte ich immer, ich kann ihm helfen, davon loszukommen, ihm die Kraft zu geben, an ihn zu glauben. Aber ich bin mittlerweile auch der Meinung, dass er es selbst schaffen muss. Der Hintergrund ist halt noch ein anderer. Ich habe zwei Kinder, die sehr an ihm hängen. Wenn es die Kinder nicht gegeben hätte zu diesem Zeitpunkt, wäre die Trennung schon längst vollzogen gewesen. Alkohol macht einsam. Also wenn ich anfange zu saufen, geht mein Weg eigentlich praktisch Richtung Parkbank. Richtung Brücke, wo gesoffen wird. Aber ich will einsam sein, ist okay. Ey, ich meine, du siehst doch, wie ich bin, hä? Oder? Im Moment fühle ich mich überhaupt nicht gut, hä? Ich meine, es gibt auch keinen Ausweg. Irgendwann, dann säuft man so, da säuft man so viele, dass es keinen Ausweg mehr gibt, hä? Und ich weiß auch nicht, irgendwie. Das einzige Verlangen ist irgendwie saufen. Ne? Ist krass, aber es ist so. Ne? Ich kann nicht denken, ich fühle mich leer. Ich kann keine anderen Gefühle im Moment empfinden. Leer und ausgebrannt. Wie siehst du die Zukunft mit Daniel?
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob es eine Zukunft gibt. Ich weiß es nicht. Momentan kann ich gar nichts dazu sagen. Daniel? Ja? Es kann jeden treffen. Wir waren 5 Kinder und mein Vater hat getrunken. Der hat uns geschlagen. Und mir war das ganz früh schon klar, dass also irgendwas ganz Schreckliches passiert, wenn jemand Alkohol trinkt. Ich dachte, mir kann das nicht passieren. Hab auch darauf geachtet, dass ich einen Mann heirate, der nicht trinkt, weil das war mir auch noch so eine schlimme Vorstellung, dass ich vielleicht einen Alkoholiker heiraten könnte. Ja, und diese absolute Gewissheit, dass mir das nicht passieren kann, das habe ich dann Jahre so mit mir rumgeschleppt, bis ich dann eines Tages mich morgens selber nicht mehr erkennen konnte im Spiegel. Und da wusste ich ganz schlagartig, das ist mir schon passiert. Es ist schon zu spät, diesen Übergang von normal trinken bis in die Sucht, das habe ich verpasst. Da war ich schon weit drüber. Naja, da war von meiner Arroganz dann auch nicht mehr viel übrig. Ich habe relativ spät angefangen zu trinken, so mit Mitte 20. Und mein Mann, der hat gesagt, wenn du mich lieben würdest, dann würdest du aufhören. Und heute ist es mit der Liebe vorbei und kaputt. Ich war verzweifelt, so ganz heimlich für mich. Mein Sohn, der war in der 2. oder 3. Klasse und die Probleme, die ich hatte, das war so in meiner Ehe und das hätte ich nicht mit meinem Sohn besprechen können, denn er ist mein Kind. Stich ins Wespennest. Das war dann schon ziemlich schwer. Man ist gezwungen worden, schon zu befürchten, hat sie getrunken, trinkt sie wieder. Kann man sich mit ihr unterhalten oder ist sie dementsprechend betrunken und liegt vielleicht im Bett? Mit meinem Vater konnte man sich darüber auch nicht unterhalten, weil er so ignorant und so kaltherzig war oder ist. Ja, ich habe mich einfach beiseite gestellt gefühlt. Einfach ja, für nicht wichtig. Einfach mehr allein gelassen. Und ich bin davon ausgegangen, dass es ein Problem ist, was sie mit mir hat. Weil ich sie dementsprechend erlebt habe, dass ich sie traurig gesehen habe, dass ich festgestellt habe, dass sie trinkt. Und habe das auf mich bezogen. Ich bin einfach davon ausgegangen, es liegt daran, weil ich vielleicht wieder mal nicht in die Schule gegangen bin, weil ich morgens verschlafen habe, weil ich mein Zimmer nicht aufgeräumt hatte, dass es einfach irgendwie an mir lag, dass ich sie dementsprechend nicht genug unterstützt habe und habe auch gesagt, was kann ich tun? Ja, ich habe getrunken dann, um zu vergessen, dass ich trinke. Um mir angetrunken einreden zu können, ich tue, was ich kann. Es ist nicht so schlimm. Ich wusste, dass es schlimm ist. Aber das hat sich natürlich betrunken dann auch bei mir verändert. So diese, meine Wahrnehmung, klar, die ist bei einem Betrunkenen ganz anders. Und das war mir möglich, diese Resthoffnung aufrecht zu erhalten und zu sagen, es ist nicht so schlimm. Und ja, es ist nur im Moment so, ich kann ja aufhören. Ich will gar nicht aufhören. Das Leben ist grausam zu mir. Und jetzt auch noch aufhören zu trinken, dann bleibt mir nichts Schönes mehr. Keine Entspannung, kein Feierabend, kein... Ja, nichts mehr. Ich dachte, wenn ich nichts trinke, dann ist nichts mehr übrig. Und ja, das war meine Wahrheit, meine besoffene Wahrheit. Es gibt die Phasen, wo man vor sich selber ausspucken könnte. Wo man also wirklich sich selber im Spiegel betrachtet und sagt, das ist jetzt das Resultat, das ist aus dir geworden. Du stehst wirklich vor deinen eigenen Trümmern. Aber im Endeffekt bist du selber schuld. Und du weißt, du bist der Idiot, du hast dich so weit gebracht, dass du so weit runtersackst. Und dann kommt es irgendwann wieder durch, so schlecht bist du eigentlich nicht. Und weil du nicht so schlecht bist, gehen wir jetzt erstmal einen trinken. Ich habe bis zum 27. Lebensjahr eigentlich ganz normal getrunken. Dann kam ein Einschnitt in meinem Leben
und das war die Scheidung. Ich bin dann nach Gran Canaria und dann habe ich als Animateur und Reiseleiter gejobbt und da fing es an. Man musste immer lachen mit den Touristen. Man musste natürlich trinken und es ging alles durcheinander. Bier, Rotwein, Sangria und dann kam auch irgendwann mal Schnaps dazu. Es wurde erwartet von einem Animateur, von einem Reiseleiter, dass er trinkfest ist. Es wurde immer mehr, man wurde trinkfester. Und irgendwann hat man morgens halt gesagt, Mensch, jetzt muss ich erst mal das nehmen, wo ich gestern mit aufgehört habe, dass ich wieder einigermaßen auf den Spiegel komme. Danach bin ich nach Deutschland zurückgekehrt. Und da habe ich eigentlich zum ersten Mal gemerkt, dass es nicht die Touristen, die mich zum Trinken bringen, sondern dass ich es ganz einfach brauche. Zum Leben. Das ist auch eine Sache, die sich nicht an irgendeinem Datum festmachen lässt. Das ist eine schleichende Sache. Es steigert sich. Man ist sich der ganzen Sache eigentlich gar nicht bewusst. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich morgens zur Flasche greife, weil das eine Übung war, wie Zähne putzen. Es gehörte ganz einfach dazu, morgens erstmal, wie man in Fachkreisen sagt, einen Hieb nehmen. Dass ich den jetzt wirklich körperlich wegen Abhängigkeit gebraucht habe, das ist mir nie bewusst geworden. Ich habe ganz einfach Durst gehabt. Und wenn man Durst hat, dann trinkt man. Denn irgendwie steht die Flasche im Mittelpunkt. Alles andere ist zweitrangig. Du schluckst literweise in dich rein und du schluckst, bis du wieder kotzt. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Mensch Junge, warum tust du das bloß? Es hat doch keinen Sinn, sich selbst zu belügen und andere dann für dein Leid zu rügen. Du versäufst dir noch dein allerletztes Geld und schiebst dann die Schuld auf alle Welt. Weil du dir selbst nicht mehr gefällst und du schluckst. Er trinkt und trinkt. Am nächsten Morgen sehr reumütig, kommt schuldbewusst mit hängenden Schultern. Jeder hat seine eigenen Wohnungen. Das Vertrauen ist verloren gegangen. Die Gefühle, die gehen mit jeder Saufphase immer mehr weg. Es ist sehr, sehr schwer. Mit einem Alkoholiker kann ich nicht leben, will ich nicht leben. Es hat in meinem Leben keinen Platz und ich habe überhaupt kein Gefühl. Es erdrückt mich. Der Alkoholismus erdrückt mich. Und ich habe nicht die Kraft, damit umzugehen. Nicht mehr. Im Moment habe ich überhaupt keine Kraft und möchte die Kraft, die ich noch habe, nicht an ihn weitergeben, dass er die Stärke hat, vom Alkohol loszukommen. Ich kann ihm das Gespräch geben, aber nicht die Kraft. Ich brauche sie selbst, weil es erdrückt. Alkoholismus, immer der Gedanke, vielleicht trinkt er nicht. Es erdrückt und macht total fertig. Und wenn die Kinder überhaupt nicht gewesen wären, wäre die Beziehung schon längst beendet. Das weiß er. Es ist klar, dass in der Partnerschaft machen sich immer Hoffnungen. Es könnte noch mal klappen. Es könnte noch mal gehen. Ich hänge an der Frau. Ich will sie nicht verlieren. Aber ich kann zum Beispiel nicht krampfhaft festhalten, das geht nicht. Ich meine, wenn sie sagt, sie ist mit mir zusammen, nur wegen der Kinder, ist für mich kein Grund. Sicherheit nicht, weil ich bin auch jemand. Auf jeden Fall. Und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ne? Wenn ich trinke, mache ich es heimlich. Ich will es nie erzählen, ich bin heute Morgen an die Tankstelle gelaufen, habe einen Flachmann getrunken und in der Mittagspause auch einen Flachmann und ein Bier und abends nach Feierabend noch einen Flachmann und drei Biere. Ich lüge, ja. Dann lüge ich. Ja, lügen und trinken, das geht so Hand in Hand. Wenn mein Mann gesagt hat, du hast den ganzen Kasten getrunken, dann habe ich gesagt, nö, nur zwei Flaschen, obwohl die Flaschen leer waren. Und manchmal habe ich ihn sogar weggeschickt. Weil der hat mich ganz fürchterlich beim Trinken gestört und ich habe den Alkohol versteckt.
Das war sehr schwierig. Schon nach dem Einkaufen musste ich sehen, wo ich das im Haus verstecken kann, ohne dass mein Mann das findet. Ich musste gucken, wie ich es heimlich ins Haus kriege, dass die Flaschen nicht aneinander schlagen. Und musste vor allem dann die leeren Flaschen entsorgen und habe damit ungeheuer Zeit mit verbracht. Bei mir war es so, dass mein Mann als Co-Abhängiger ganz verschiedene Sachen versucht hat. Also entweder hat er das ignoriert, so getan, als wenn es nicht so schlimm wäre, hat dann die Taktik geändert und hat gesagt, okay, dann sauf dir doch deine Krotze ab und hier hast du Schnaps, trink. Er hat versucht, dass es nicht nach außen geht, mein Problem. Und er hat alles versucht, um das zu vertuschen, dass es die Nachbarn nicht mitkriegen. Ich musste in die Firma, ich habe Angst gehabt. Ich dachte, ich kann den Tag nicht packen, ich kann das Arbeitspensum nicht erledigen. Und ich dachte, Cognac wird mir helfen, der wird mich wärmen, der wird mir Ruhe verschaffen und wird mich über den Tag retten. Und dieser Gedanke, ist es normal, dass du morgens um 6 an den Kiosk fährst und einen Flachmann einkaufen musst, weil du das brauchst, das habe ich also völlig ausgeblendet. Ja, ich habe mit den stadtbekannten Trinkern in unserem Dorf am Kiosk gestanden. Das hat mir damals aber ein gutes Gefühl gegeben, weil ich immer noch dachte, Mensch, ich gehe in die Bank, okay, jetzt stehe ich mal hier und trinke mit denen. Aber so abgefragt wie die bin ich noch lange nicht. Die sind nicht rasiert, die sind schlecht drauf, sieht man schon. Ja, das habe ich gemacht und diese Menschen, die haben mich auch noch eingeladen, so an Tagen, wenn die vom Sozialamt kamen und ihren Abschlag geholt haben. Da habe ich überhaupt keine Skrupel gehabt, mich dazu zu stellen und mich einladen zu lassen. Ich war auch bei meiner Nachbarin und habe um Trinken gebettelt. Also schon verpackt natürlich. Und gesagt, ja, wollen wir nicht mal so gemütlich. Und habe auch Kontakte gepflegt zu Menschen, wo ich wusste, da gibt's was zu trinken. Mit denen habe ich überhaupt nichts gemeinsam, gar nichts zu reden. Da bin ich nur hin, weil ich wusste, da kriege ich was. Also da kann ich sagen, gib mir einen Kaffee und einen Cognac, da fällt es nicht auf. Weil die entweder selber gerne trinken oder weil es da was gibt. Ich habe das nicht mitgekriegt, dass es so schlimm war. Und habe halt auch das Gespräch gesucht. Aber wie tiefgehend das Gespräch war, wie wichtig mir das Gespräch war, das war ihr nicht mehr klar. Wie sehr ich das Gespräch gesucht hatte, auch nicht. Und wie viel sie mir wirklich bedeutet, das hat sie nicht realisiert in dem Moment. Und das war dann oft so, dass sie mir am nächsten Morgen entweder nur noch Bruchstücke davon sagen konnte oder mich selbst gefragt hat, haben wir uns gestern unterhalten, dass sie davon gar nichts mehr wusste. Und dann, das hat verletzt, das hat sehr wehgetan, dass man dann sich Mühe gibt und das Besterdenkliche tun möchte und dann feststellen muss, dass sie das gar nicht registriert hat, dass ich das genauso hätte einem Spiegel erzählen können. Der hätte am nächsten Morgen auch davon nichts gewusst, geschweige denn irgendwas gesagt oder das eingehalten. Und ich habe mich traurig und gekränkt gefühlt. Man denkt eigentlich nur an sich. Die Mitmenschen werden einem, je mehr man trinkt, umso egaler. Und in dem Moment, wo du säufst, bist du ein absoluter Idiot. Du merkst das auch selber. Du merkst selber, dass du unterschwellig aggressiv wirst, dass du auf irgendwelche Sachen, die vollkommen bedeutungslos sind, aggressiv reagierst. Du hast immer recht. Du bist der Beste, du bist der Schönste, das ist die Hauptsache. Weißt aber bis zu einem gewissen Zeitpunkt gleichzeitig, es stimmt nicht so, also musst du noch ein paar trinken, bis das es stimmt. Das heißt, das sogenannte Selbstbewusstsein kann man sich als Alkoholiker nicht erarbeiten, das muss man sich ertrinken. Und man denkt, es sind die anderen, die dich runterziehen wollen, die dich mies hinstellen. Ich, der Gute, in ach, dieser schlechten Welt, keiner geht auf mich ein, keiner versteht mich. Man bedauert sich im Endeffekt nur selber. Man belügt sich selber und vor allen Dingen belügt man seine Umwelt. Egal, ob man jetzt unbedingt lügen muss. Man kann ganz einfach sagen, okay, ich habe ein Bier getrunken. Aber man kommt so weit und sagt, ich habe überhaupt nichts getrunken, du musst dich irren.
Man selber glaubt dann auch, dass die anderen das so als gegeben hinnehmen. Man fühlt sich selber so überzeugend gegenüber von anderen Leuten, dass man denkt, die müssen das ganz einfach glauben. Man kommt gar nicht auf die Idee, dass man dummes Zeug redet und dass die anderen das merken. Auf diese Idee kommt man gar nicht. Man spielt sich wirklich selber etwas vor. Und irgendwann ist man sogar überzeugt davon, man glaubt die Lügen, die man erzählt, irgendwann selber. Du versäufst dir so noch dein Gehirn. Das ist doch nicht so schwer zu kapieren. Willst du dir dein ganzes Leben ruinieren und in irgendeiner Ecke jämmerlich krepieren? Vollgesoffen bis oben hin, nichts hat mehr irgendeinen Sinn. Vollgesoffen bis oben hin, dein ganzes Leben ist dahin. Alles geht vorbei, doch diese Krankheit, die behältst du bei. Mensch Junge, lass das Saufen endlich sein. Du benimmst dich, ohne dass du's merkst, wie ein Schwein. Mensch Junge, lass die Sauferei, sonst ist es mit dir bald aus und vorbei. Sonst ist es mit dir bald aus und vorbei. Das Schlimmste im Alkohol ist, dass halt auch alles kaputt geht, was man hat. Systematisch. Das Geld geht weg. Das, was man hat, geht kaputt. Beziehung geht kaputt. Und der Führerschein, der ist weg. Irgendwann war es halt doch so weit. Ich meine, das ist ganz normal, ne? Also ich weiß, dass es mit Saufen nicht geht. Wenn ich sauf, kann ich nicht mehr aufhören. Wenn ich dann ein Bier trinke zum Beispiel, immer noch weiter. Ich komme das gerade wieder hoch. So wie ich es reinschütte, kommt gerade wieder hoch. Und mein Magen zieht sich zusammen, ich krieg Schmerzen. Und da denke ich mir, ich muss aufhören, weil sonst... Ich würde mich totsaufen wahrscheinlich. Und ich denke mir, das kann nicht das Leben sein. Also, keinen Fall. Ich will das nicht. Ohne Liebe, ohne Liebesbeziehung, dann würde ich wirklich... Ich meine, ich habe zu dem Michael immer gesagt, ich lebe jetzt hier im Odenwald und das Einzige, was mich hier so lange gehalten hat, ist sie. Es gibt nichts, was mich hier gehalten hat. Ich meine, es gibt eigentlich nichts, das mich irgendwo gehalten hat, außer einer Frau. Es ist immer irgendeine Frau gewesen, die mich irgendwo gehalten hat. Und ich denke mir einfach, es ist schwierig, weil wenn es keine Frau mehr gibt, die mich hält, dann saufe ich und dann ziehe ich wieder weiter und suche mir wieder eine Frau, die mich wieder hält. Und die merkt auch irgendwann, dass irgendwas nicht stimmt. Und ich denke mir einfach, ich muss Wurzeln schlagen. Ich bin abhängig davon, auch von der körperlichen Nähe. Bin ich abhängig von der Frau. Wenn er eine Fahne hat, getrunken hat, braucht er eigentlich gar nicht in meine Nähe zu kommen. Ich stoße ihn ab und lehne ihn ab. Ich möchte ihn gar nicht in meiner Nähe haben. Es ist mir zu viel. Er ist unangenehm. Er redet wie er das Zeug. Und verhält sich zum Teil wie ein Kind. Wie ein kleines Kind. Mhm. Ja, das stimmt schon. Aber mir ist bewusst, dass ich keine Frau halten kann. Ne? Ich bin als trocken, wenn ich trocken bin, auch nicht einfach. Mit Sicherheit nicht. Und gut, wenn ich saufe, ich weiß es, ich kann keine Frau halten. So. Also mir sind alle Frauen weggelaufen, immer wieder. Und ich weiß es auch. Also im Moment denke ich mir einfach, im Moment habe ich auch das Gefühl, dass es irgendwie einfach Schluss ist. Ne? Da ist noch ein bisschen was, es ist noch Gefühl da, aber Vertrauen mit Sicherheit nicht mehr. Und ich denke mir auch, ich habe auch keinen Bock. Ich habe keinen Bock, um Gnade zu winseln. Ja. Ich will es nicht. Weil ich mache mich da selber kaputt. Ne. Dann fange ich wieder an zu saufen. Das hat keinen Wert. Ich will auch ein Stück weit für mich wirklich trocken sein. Nicht nur für andere. Ich will was erreichen und ich will trocken bleiben auf jeden Fall. Und klar. Ich habe zum Schluss gemerkt, dass ich das nicht mehr aufrecht erhalten kann. Dieses täglich in die Bank fahren, trinken, die Arbeit mache, wieder trinke, entsorgen. Ich habe das nicht mehr gepackt, das ist mir alles über den Kopf gewachsen. Und ich denke, aufgrund auch von meinen Leberwerten war dem Vertrauensarzt schon klar, was mit mir los ist.
Und ich bin dann nach 17 Jahren aus der Bank ausgeschieden, weil mir klar war, länger schaffe ich das nicht mehr. Also länger kriege ich das nicht mehr geregelt. Ja, meine Schwester, die war das. Die hat mir ganz klipp und klar gesagt, und du hast ein Problem. Und du bist Trinkerin, du bist krank. Wenn du was machst, helfe ich dir. Aber bis dahin möchte ich nicht, dass du hierher kommst. Ich möchte nicht, dass du meine Kinder siehst. Ich habe versucht, mich morgens im Spiegel zu erkennen. Und an diesem einen Morgen dachte ich, das kann nicht sein. Ich bin völlig am Ende kaputt. Ich erkenne mich fast selber nicht mehr. Ja, ich war dann erwischt. Der Alexander hat gesagt, na Mama, hast ja schon wieder einen sitzen. Und dieser Druck von außen, den konnte ich auch nicht mehr standhalten. Es war sehr traurig zu sehen, wie sie selbst immer unordentlicher wird, immer schludriger, sehr heruntergekommen. Und irgendwann war es einfach eine Frage, helfe ich ihr oder helfe ich mir selbst? Ich habe zu Anfangs probiert, ihr zu helfen und alle meine Sachen zurückgesteckt. Aber nachdem ich festgestellt habe, dass da halt überhaupt nichts passiert, dass da nichts fruchtet, habe ich gesagt, gut, okay, ich mache meine Sachen, ich kümmere mich um mein Leben, ich muss das irgendwie auch in den Griff kriegen und geh du deine Wege, was du machst, ist deine Sache. Es ging so weit, dass es mir schon egal war, ob sie betrunken mit dem Auto nach Frankfurt fährt oder sonst irgendwo hin. Ganz krass gesagt, es war mir in dem Moment egal, wenn sie sich vor einen Baum gesetzt hätte und wäre tot gewesen, wäre es passiert. Es war mir einfach egal in dem Moment. Ich war mir einfach wichtiger. Gott, ich liebe knisternde Unterhaltung. Krummacher. Ein Pilz. Kostbar wie seine Natur. Der Alkohol ist in der Gesellschaft vollkommen aufgegangen. Du merkst, du hast im Grunde genommen wenig Chancen. Ich bin jetzt seit genau einem Monat ohne Alkohol, also sogenannt trocken. Es muss wirklich irgendetwas ganz Gravierendes kommen. Ich habe einen bösen Unfall mit dem Mountainbike gehabt. Das sieht man heute noch. Und an diesem Punkt habe ich gesagt, wenn du jetzt weiter trinkst, dann ist Schluss. Du sagst ganz einfach, ich will aufhören. Du nimmst dir das wirklich fest vor. Und nach ein, zwei Tagen, manchmal nach einer Woche, zwei Wochen, kommt der Rückfall. Da fühlst du dich absolut mies. Der geringste, nichtigste Anlass reicht und du greifst wieder zur Flasche. Und dann fühlst du dich wirklich, auf Deutsch gesagt, bescheiden. Bis jetzt ist der Alkohol immer stärker. Du verlierst. Und irgendwann kommst du hoffentlich auch mal zu dem Punkt, wo du sagst, jetzt wollen wir mal gucken, wer jetzt gewinnt. Und wenn das nicht klappt, dann sehe ich wirklich schwarz. Hast du das nicht? Einer von euch hat mich doch mal angerufen. Ja. Aber wenn du trocken bleiben willst, dann musst du notgedrungen auch das Umfeld wechseln. Ich kann kein schlechtes Wort über die Kumpels sagen, mit denen ich getrunken habe. Gott beileibe nicht. Aber diese Kameradschaft, diese Kumpelschaft und so weiter hat immer basiert auf, wir trinken ein. Und irgendwann würde es zu einem Rückfall kommen. Das heißt, es muss jetzt was passieren. Ich habe zum Beispiel eine kaufmännische Ausbildung. Ich habe einen Job verloren und der gesellschaftliche Aufstieg ist heute hart. Runter geht es ganz schnell. Diesen Kampf, den führe ich alleine. Meine Bezugsperson ist der Alkohol, das ist mein Gegner. Ein Bier wieder, aber kalt. Wenn ich richtig einen im Tee gehabt habe, man hat dann ja den absoluten Filmriss. Man weiß ja nicht mehr, was passiert ist. Es sind nicht Minuten, nicht Stunden, es sind teilweise Tage ganz einfach gelöscht. Tilt. Und wenn es mal wirklich wieder ganz krass war und ich bin wach geworden, dann habe ich mir gedacht, Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist in den letzten zwei, drei Tagen überhaupt passiert? Was habe ich gemacht? Das sind Phasen, wo exzessiv getrunken wird, wo überhaupt nichts mehr an einen rankommt. Das Einzige ist Trinken. Aber der Verlust von Menschen, die man gerne hat, dass ich die enttäuscht habe, das ist für mich eigentlich der schlimmste Verlust. Denn alles, was dir jetzt körperlich, sprich ein Unfall oder so weiter, passieren kann, das kann man irgendwie auf medizinischem Wege wieder regeln.
Nur das, was sich in der Gefühlswelt abgespielt hat, diese Enttäuschung, die du anderen Leuten bereitest, die trotz der Sauferei immer noch an dich geglaubt haben, die dich nicht fallen gelassen haben, dass du die aus Eigennutz, das ist schon kein Selbsterhaltungstrieb mehr, das ist Eigennutz, dass du die wirklich vor den Kopf stößt, ausbeutest teilweise, ausnutzt, seelisch, finanziell. Und diese Leute zu verlieren, das ist eigentlich das Schlimmste, was dir passieren kann. Lass das erste Glas doch einfach stehen. Das ist gar nicht so schwer, du wirst schon sehen. Dann wird es wieder aufwärts gehen. Und du kannst mit beiden Füßen im Leben stehen. Dann bist du nie mehr so furchtbar blau, wie eine vollgesoffene Sau. Dann bist du nie mehr so furchtbar blau und es funktioniert auch wieder mit der Frau. Mensch Junge, lass das Saufen endlich sein. Du benimmst dich, ohne dass du es merkst, wie ein Schwein. Mensch Junge, lass die Sauferei, sonst ist es mit dir bald aus und vorbei. Obwohl, die Kids sind für mich schon ein Problem irgendwo. Weil es ist mir irgendwie nicht so recht, dass sie mich so sehen, ja. Wie von einem Abspacen, von einem Abraven. Das ist nicht gut. Schämst du dich? Ja, ich schäme mich also von den Kindern irgendwie so also rumzumachen. Und die sehen dich dann so und denken dann halt irgendwann, das ist auch das Vorbild, hey, und das ist unser Papa, hey, und das ist nicht in Ordnung, ne? Auf keinen Fall, ne? Deshalb mache ich auch das Sitzchen zu, ja. Wenn ich jetzt das echt nicht mitkriege, müsste ich saufen. Das muss nicht sein, ja. Ja, im Moment also fühle ich mich überhaupt nicht mit sicher. Das ist irgendwie... Die Brühe ist stärker als ich, ja. Einfach stärker, ist klar. Ich finde mich damit ab, dass ich ein Loser bin, weißt du? Warum denn? Ja. Irgendwann bist du so weiter, findest du dich einfach damit ab, hey, du gehörst zu den Loser, das ist egal, was du machst da. Guten Abend. Ich begrüße euch zum heutigen Gruppenabend der Freiwilligen Suchtkrankenhilfe. Frag gleich mal, wer möchte denn mit dem Blitz beginnen? Ja, fange ich mal an. Also ich bin Rita, eine Alkoholikerin. Ich war tief beeindruckt von der Selbsthilfegruppe, weil ich immer dachte, ich bin die Einzige, die dieses Problem hat und die sowas Schlimmes gemacht hat. Und das war so eine große Dankbarkeit. Auch Dankbarkeit darüber, dass ich betrunken dahin kommen durfte. Die haben nicht gesagt, du musst aufhören, die haben gesagt, wir kennen das. Ja, die haben mir geholfen, die haben dafür gesorgt, dass ich in die Entgiftung gehe. Und ich bin jetzt 4 Jahre und 10 Monate trocken. Ja, ich bin Annette, ich bin Alkoholikerin. Und viele sagen heute, du darfst nichts trinken, das gefällt mir nicht, weil ich darf sehr wohl trinken. Heute kann ich sagen, ich brauche das nicht mehr, ich brauche meine Probleme nicht so ertränken, ich habe heute andere Möglichkeiten. War zwar auch viel aus, aber mit Alkohol hatte ich keine Probleme in letzter Zeit. Danke. Ich fühle mich gut heute. Der Seele geht's gut, danke. Verlangen nach Alkohol, also so eine Art Saufdruck, kann ich nicht sagen, dass ich das habe. Aber ich merke, wenn ich in emotionalen Stress komme, so wenn mir was unter die Haut geht oder sehr nah ist, dann kriege ich Panik und dann ist so dieser Blitz, oh, und jetzt trinke, der ist noch da. Der kommt nicht mehr so oft wie früher, aber so ganz schnell und ganz spontan ist es da. Nein, ich habe nicht geglaubt, dass sie trocken bleibt und dass ich ihr irgendwie wieder vertrauen kann. Und mittlerweile, wo sie trocken ist, habe ich wieder sehr großes Vertrauen und bin, ja, muss ich sagen, sehr dankbar, dass sie nicht mehr trinkt.
weil die Zeit ist sehr schön, seitdem sie nicht mehr trinkt, und ich genieße eigentlich jede Minute mit ihr so. Du hast wieder Gefühle für sie? Ja, ich hab sehr starke Gefühle wieder mittlerweile zu meiner Mutter. Oder für meine Mutter. Ich habe mich jetzt entschieden, nicht mehr zu trinken. Aber man muss dafür tagtäglich kämpfen. Und es muss einen Weg geben, den Weg der kleinen Schritte. Heute erreiche ich mir das, wenn man sich Ziele steckt, die ganz einfach nicht erreichbar sind, dann gibt es immer wieder die große Enttäuschung. Trotzdem bist du im Kopf immer noch, soweit du denkst, auch jetzt könntest du gut mal einen trinken, jetzt hast du es 3 Wochen durchgehalten, jetzt hast du 4 Wochen durchgehalten. Aber du weißt, in dem Moment, wo du die erste Flasche Bier getrunken hast, dann machst du diesen ganzen Mist noch einmal durch. Denn die ersten Tage, das ist grausam. Du fühlst richtig den Kampf in dir, wie das Ich will und ich will nicht, wie das gegeneinander kämpft. Du schwitzt. Das ist so, als wenn man ein Bettgenäst hätte. Du schwitzt und frierst gleichzeitig. Du merkst richtig, dass der Körper danach giert. Es wäre ganz einfach. 2, 3 Schnäpse, 2, 3 Flaschen Bier und die ganze Motorik, alles wäre wieder okay. Das ist der körperliche Entzug, der einhergeht mit unheimlichen Schmerzen. Also du merkst in diesem Moment, inwieweit der Alkohol dich schon im Griff hatte. Und ich weiß bis heute nicht, warum ich getrunken habe. Nur, ich habe mittlerweile akzeptieren müssen durch böse Erfahrungen. Und ich bin auch auf der geistigen Ebene dahin gekommen, dass ich gesagt habe, du bist alkoholkrank, du bist betroffen. Und der einzige Weg für mich ist, total aufhören. Es gibt nicht ein bisschen schwanger und es gibt nicht ein bisschen tot und es gibt nicht ein bisschen alkoholkrank. Wenn ich alkoholkrank bin, dann gibt es nur den klaren Schnitt. Und das heißt wirklich, das erste Glas muss ich stehen lassen. Sonst brauche ich gar nicht anfangen. Wenn ich sage, ich kann in Zukunft weiter kontrolliert trinken, dann ist das eine Sache, ich mache mir selber etwas vor. Es wird nicht klappen, das ist mir bewusst. Und deswegen weiß ich auch, dass ich es nur packen kann, wenn ich komplett sage, heute trinke ich keinen Alkohol. Und das jeden Tag aufs Neue. Ah ja. Es gibt keinen Grund. Es gibt immer 7 Gründe in der Woche zum Saufen. Und so steigert sich das dann wieder bis zum Exzess, bis ich wieder am Boden bin. Es steigert sich. Erklären kann man das nicht. Kannst du mich mal in Ruhe trinken lassen? Echt? Das ist eine ausweglose Situation. Und dann hat man schon mal den Gedanken, ach komm, spring mal runter oder schmeiß dich vom Zug oder so, dann ist alles vorbei, ist okay. Wenn ich nass bin, ziehe ich alle mit in den Abgrund. Wenn ich trocken bin, ist die Hoffnung immer da. Ich meine, ich weiß, dass ich ein schlechtes Vorbild bin, ja. Und ich tue der Frau auch weh, aber was soll ich machen, ey? Kann ich auch nichts machen, oder? Ey, Michel, alles klar? Die Michaela ist verzweifelt, ist mir dann klar. Ich setze mich hin 3 Tage lang und sauf. Ich meine, das ist natürlich dann eine riesen Enttäuschung, ist klar. Ich hab keinen Bock, ich mag nicht so nah. Ist gut. Ich mag nicht, ja. Ich werd sauer. Nee, ist gut so, machst du schon eine Geschichte. Wenn ich nur rieche, krieg ich so viel. Tut mir leid. Ich brauch das, die Michaela, und ich glaube, das brauche ich. Ja, ich meine, ich fahre auf sie ab. Ich finde sie gut. Ja. Geh, verschwindet. Ich finde die Kinder okay. Ich liebe sie und ich weiß, dass ich nicht trinken will und ich kann es nicht erzwingen, dass sie mir glaubt, dass ich nicht mehr trinke. Das Aus, Schlussende aus, ist vorbei. Mit einem Alkoholiker kann man nicht zusammen sein. Funktioniert überhaupt nicht. Das ist klar und deutlich. Das ist in Ordnung. Das ist echt voll cool. Nee, klar kannst du es nicht mehr machen, oder? Oder? Hey? Mann, ey. Die Frau mich anguckt, hey, denke ich, hey, ich bin voll der Schwerverbrecher, hey, weißt du, hey. Ich hab voll das schlechte Gewissen, hey, und alles, hey, was ist da, hey? Ich bin voll der Schwerverbrecher, irgendwie, hey. So komme ich mir vor, hey. Doch, ehrlich. Darfst du mir das, Uwe? Ist nicht zu fassen, hey.
brauche neue Chancen. Und ich bin angewiesen auf andere Menschen, die mich tragen, klar. Auf Michaela. Ja. Ich habe ein Ei gefunden! Das Vertrauen und man gibt ihm wieder eine neue Chance und sagt, er schafft das. Jetzt hört er wieder auf, immer wieder auf ein Neues. Das Vertrauen wird immer weniger. Der Partner hat keine Chance zu helfen. Ich wurde gebraucht, es war schön gebraucht zu werden, aber es ist wahnsinnig belastend. Immer der Stärkere zu sein, immer die Verantwortung für den anderen mitzutragen, als wenn man noch ein Kind mehr hat. Zu denken, zu fühlen, zu handeln für andere. Es ist einfach zu viel Druck, den man im Leben, vom Leben sowieso schon hat. Und ich bin der Meinung mittlerweile, dass den Kindern sowas nicht vorgelegt werden soll. Er sich selbst schuldig, trocken zu sein, weil er ein wertvoller Mensch ist, der, wenn er weiterhin Alkohol trinkt, unter die Brücke geht oder noch mehr zugrunde geht. Ja, solange ich trocken bin, ist es okay. Wenn ich dann plötzlich wieder nass bin und wieder saft, dann ist natürlich alles wieder kaputt, was ich mir aufgebaut habe. Ich meine, ich war anderthalb Jahre trocken und es ist gut gelaufen und wir waren echt so weit, dass es schön war. Und dieses Schöne habe ich mir kaputt gemacht. Macht dich traurig? Ich mach mich sehr traurig, klar. Ich könnte mich selber nachstreben, klar. Weil ich tue, indem ich rückfällig bin und sauf, dann tue ich mein Glück, das ich habe, mit Füßen treten. Mein eigenes Glück. Das ist immer so gewesen. Ich konnte mein Glück nicht ertragen. Das ist zum Verzweifeln. Michaela? Ich weiß dazu nichts zu sagen. Das enttäuscht dich, Daniel? Nee. Weil ich kann nichts erzwingen. Das geht nicht. Man kann mit Gewalt nichts erreichen, das geht nicht. Nicht möglich. Jeden Tag ein Besäufnis, bis hin zu deinem Begräbnis. Und auf deinen Grabstein stellt man dir dann noch eine Flasche Wein. Mensch Junge, das kann es doch nicht gewesen sein. Oh nein, doch du schluckst. Doch scheinbar.